Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Shadowverse. Mal sehen, was wir. Also. Oh, okay, in dem Falle nehme ich Erica. Erica ist die, die mir da tatsächlich am liebsten ist von denen. Der kann wahrscheinlich. Kann ganz gut sein, aber ich weiß nicht so. Ich denke, ich gehe da doch eher auf die beiden hier. Oh. Palux ist ganz gut. Aesthetic Knight ist in Ordnung, aber Flay Knight ist doch mir da wesentlich sympathischer. Oh. Gehullen. Jaina ist natürlich auch nicht so schlecht. Field of Flame, ich denke aber ich nehme die beiden hier. Okay. Fuck. Spring Cleaning ist scheiße, aber King of the Haunt. Irgendwas ist einfach so. Okay. Igas und Quillen. Young Orca Hunter Momo. Sonst hast du die. Number of Allied Followers. Okay, okay. Das kann sehr gut sein. Aber ich denke trotzdem mit den rechten beiden. Red General kann ganz gut sein. Aber ich denke, ich nehme hier. Oh. Goblin Mage ist ganz geil. Emmathia Strix ist, finde ich, ja nicht so optimal. Gerade in der Arena ist er eigentlich nicht so gut. Ariad Sourcing Harpist kann dagegen relativ gut sein. Rending Bart Älter ist dann nicht mein Favorite, aber auch den kann man vernünftig einsetzen. Okay, hier nehme ich die rechten beiden. Bin einfach kein Fan von Spring Cleaning. Damit kann man theoretisch arbeiten mit den beiden, aber Gruff finde ich einfach. Finde ich persönlich halt einfach stärker. Unsafe. Damit kann ich gut was machen. Mit dem. Okay. Romeo und Rogers ist eine gute Sache. Hier nehme ich auch Earthshock Ogre. King of the Horn Crown nehme ich nochmal. Dann habe ich den dreimal. Ah, Castle in the Sky finde ich zwar nicht so optimal, aber Zeus ist sehr, sehr gut. Deshalb nehme ich dann doch die. Okay. Auf zu Match 1. Ich versuche derzeit übrigens gerade mal wieder Star Wars Battlefront 2 zum Laufen zu bringen. Wenn ich es denn schaffe, solltet ihr dann schon bemerkt haben, da dann am Donnerstag schon die Folge gekommen wäre. Derzeit befinde ich mich ja auch in der Vorproduktion für die Weihnachtszeit, weil ich da ja bei meinen Eltern bin. Da kann ich schlecht aufnehmen. Is fighting in despair all you know? Also muss ich das jetzt halt alles machen. Okay. Das könnte schlimmer sein, Erstattung. Könnte schlimmer sein. Okay. Das ist doch mal eine nette Starthand. Ja, ich denke, ich spiele Geld und danach Romeo. Quillen 5. Okay, der kriegt seinen Boost bei 6. Gut. Ja. Die Karotte, ey. Pfe. Nervig. My love is a sinful red. One more time now! Sorry, aber damit habe ich jetzt wirklich kein Problem. Ich könnte den spielen, aber das bringt mir nichts. Es bringt mir halt auch nichts, meinen Naval Guard zu spielen. Ich denke, ich mache das eher, dass ich
dass ich gleich Quillen spiele und den dann auch direkt evolve. Okay. Julia, I'm coming to you. And succulent. Schön und gut, bringt dir nur nicht so viel. You're done for. Ihr kriegt jetzt auch schön nochmal plus 2. Und der hat ja den schönen Effekt, wenn er angreift, dann fügt er zuerst Schaden zu. Was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Ich denke, in dem Fall nehme ich Jolly Rogers. Und ja. So. Mal sehen, was jetzt kommt. Okay. Das ist zwar nervig, aber hätte schlimmer sein können. Hätte wesentlich schlimmer sein können. Mein Gigas. Den auch nochmal evolven. It won't be long now. You're gonna get Have another help me! So, was macht er jetzt? Aha. Shapely and succulent. You are done for. Oh. Off to feed the fish. Oh, das bringt ihm nicht viel. Und ich hab gewonnen. Ich hab das Gefühl, das Deck ist ziemlich stark gerade. The pleasure was all mine. So, dann auf zum Match 2. So. Oh, irgendwie bin ich ganz müde gerade. Egal. So. Mal sehen, was wir uns jetzt entgegen wird. Ah, Luna. Okay. You must die! Mother, Father, come on! Oh. Interessante Starthand. Das ist doch mal eine Sache, die ganz gut aussieht. Ah, okay. Damit kann ich doch auch gut arbeiten. Ach, schade. Die Frage ist jetzt halt, je nachdem, was er spielt, können... Let's get our battle on. Okay, gut, das ist in Ordnung. Gut, das heißt... Now quiet. Now fingers. Ah, Mist, die hätte ich auch in der Kombination spielen können, aber egal jetzt. Schade. Sehr, sehr schade. Das hätte sonst sehr gut funktioniert, aber ich hätte ja sowas leider schon befürchtet gehabt. Damit würde... Eventuell würde ich mich damit selbst blockieren, aber erstmal würde ich damit den Gegner ein bisschen
auf die Nerven gehen. Please, lend me your and a one and a two. I lost. Oh, was machst du jetzt? Ich kann theoretisch, auch je nachdem was er spielt, kann ich mit Unsafe, Unsheath, Blade und auch Jolly Rogers gleich spielen und einmal reinhauen und dann bekomme ich den ja wieder auf die Hand zurück. Also was macht er jetzt? Ich denke, damit habe ich ihn jetzt erstmal ein bisschen gut genervt mit der Aktion. I'm so sick of the sea. Phew, what a nail biter. Ruff bringt mir hier gerade jetzt nicht so, deshalb mache ich tatsächlich die Aktion jetzt. Ahoy, matey! Fire! Oh, the ecstasy. Je nachdem, was er jetzt spielt, kann ich ja auch noch Naval Guard spielen. Zum Beispiel gleich. Ich habe Jolly Rogers. Notfallshalber. My ebon heart shall hew you. Das ist jetzt natürlich nervig. Da muss ich. Ahoy, matey! Welcome aboard! It won't be long now. Bevor er den Gegner da jetzt irgendwie. Bevor der einen seiner anderen auch noch wählen gibt, muss ich das halt leider machen. Das war jetzt nicht alles anders optimal, aber. War in dem Moment das einzig, was ich da vernünftig machen konnte, glaube ich. So, einmal den. Und je nachdem, was kommt, kann ich ja mit King of the Horned Crown gleich sehr gut was machen. Okay, Airshock Ogre. Okay. Habe ich absolut nichts gegen. Habe ich zwar ein bisschen Schaden genommen, aber hey. Mit ihm hier kann ich jetzt. It all ends here. You'll be diced and carved. Einmal schon den Field Clear und vielleicht kann ich ja auch ein bisschen mein Feld noch hochpushen. Ich habe ja auch noch Gruff, habe ich. Ich habe noch einen Young Oak Hunter Momo. Ich habe noch mein Naval Guard, mit dem ich mir noch ein bisschen, mit dem ich mich noch ein bisschen panzern kann. Ich habe noch Amelia Silver Paladin, mit dem ich gut arbeiten kann. Oh. Oh, wie schade. Aber hey. We'll never surrender. You'll never touch Amelia. You'll never touch Amelia. Das war doch mal
ganz nett. Damit kann ich auch noch gut machen. Killing never gets boring. So, was machst du jetzt? Okay. This song's for you. More. Live long, Abelia. Ich mach trotzdem das hier. No guts, no glory. No fear! Don't you wanna die? This is sinful. One red. More time now! You're mean! So gut. Okay. A curse upon you. Live long, Abelia. Okay. Das ist jetzt scheiße für mich, das ist der. Obwohl. Ich kann damit noch gut arbeiten. Ich kann damit noch gut arbeiten, indem ich gleich Kings of the Horned Crown spiele. Das wird jetzt aber böse halt für mich. Hopp und. Hopp. Schade, der hat jetzt Ambush bekommen. Der hat. Soon it will be carved on your flesh. To the underworld. Das Problem ist, ich werde den halt auch nicht los. Ich hab eigentlich. No fear. Ich muss das gerade machen. Damit ich überhaupt überleben kann. Okay, jetzt hat. Jetzt ist sein Ambush weg. Das heißt, ich kann den theoretisch nächsten Zug mit ihm hier loswerden. Okay, scheiße. Okay, das geht. Okay. Jetzt wird's blöd. Jetzt wird's sehr, sehr blöd für mich. Juliet, I'm coming to you. Jetzt wird's für mich scheiße gerade. Ich glaube, das habe ich jetzt verloren. Ich habe kein. Wenn ich den hier. Wenn ich den hier spiele, dann könnte ich nicht Ghostly Rider loswerden, aber ich denke, das reicht mir leider nicht. Und ich bräuchte. Ich habe verloren. Ich kann nämlich nicht, oder. Wenn ich den hier spiele, dann kann ich die beiden hier wegkillen. Okay, ich habe noch nicht verloren. Ich habe noch eine Option. Okay. Das war die einzige Option, die ich da hatte gerade. Ansonsten hätte ich verloren gehabt zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es sogar noch wieder etwas offener. Ja, das war klasse, das Ding war. Okay, interessant. Er geht wahrscheinlich auf den Self-Kill nächste Runde gleich.
These little ones keep me going. I'm so lonely. Hat sich irgendwas mit mir da? Nein. Soon it will be carved on your flesh. All alone. Ja, ich hab verloren. Der kann jetzt angreifen. Ich kann nichts machen. Ich hatte kein Wort mehr, deshalb. An exemplary battle. Schade. Das wäre doch noch relativ interessant gewesen, der Square jetzt gerade. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wo es hoffentlich dann mit den anderen, mit den letzten drei Matches dann besser verläuft, als das, was jetzt. Das war schon ein bisschen ärgerlich gewesen, das war einfach Pech gewesen am Ende. Hätte ich dann noch ein Wort gehabt, der, obwohl ich glaube, ich habe kein, nee, ich glaube, ich hatte sogar gar kein Wort mehr, wäre ich, ich das gucke ich einfach nochmal nach. Hätte ich irgendein Wort gehabt, der mir, nein, sieht nicht so aus, als hätte ich dann auch nur noch irgendeine Karte gehabt, die mich gerettet hätte. Nein, absolut nicht. Keine einzige Karte mehr gehabt, die mich da zu dem Zeitpunkt noch gerettet hätte. Ja. Dann ist das halt so. Kann ich auch nichts ändern. Okay. Dann beende ich hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.